Alfons Hubmann, vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr seht, Sie sehen, es ist halt auf jeder Dimension was Neues. Und mit dem Elektroflugzeug so etwas zu unternehmen, hat noch niemand gemacht. Das ist das erste serienzertifizierte Elektroflugzeug. Und eben die FAI hat dafür noch keine Reglemente, keine fertigen Schubladen, wo wir reinpassen. Das ist halt das Problem oder die Herausforderung, die man heute hat, wenn man mit einem so neuartigen Gerät unterwegs ist. Wir sind heute wirklich Teil und Zeuge von einer Neuigkeit in der Luftfahrt. Mit einem Elektroflugzeug sind die wenigsten in Kontakt gekommen. Und eigentlich wäre jetzt der Teil hier auf dem Skript gewesen, dass wir heute mit dem Elektroflugzeug von Schenes abfliegen wollten, Richtung Norden, in den Horizont entschwinden, etwa 700 Kilometer später auf der Nordseeinsel Norderney, auf Tobis Heimatinsel, landen wollten. Das wird heute nicht stattfinden, wie ihr rausschaut. Ich meine, es stehen tatsächlich noch Leute im Regen draußen, kommt gerne ein bisschen näher ran, dafür haben wir Masken, müsst ihr nicht im Regen stehen. Aber ich glaube, es wird heute einfach nicht machbar sein. Im Namen des gesamten Teams, vielen, vielen herzlichen Dank, kommt bitte her. Marco, Malik, Tom, Kerstin, Stefan, ohne die wäre das alle überhaupt nicht möglich gewesen. Ich hatte halt vielleicht eine verrückte Idee vom Tobi aufgenommen, habe das dann entsprechend zu einem Projekt entwickelt. Ohne euch wäre es gar nicht so weit gekommen. Ohne Marco würden wir nicht abfliegen, heute oder morgen, auch egal. Tom hinter den Kameras, vielen Dank dafür. Das ist das gesamte Team. Ohne die wäre ich nirgendwo hingekommen und wäre das heute auch nicht passiert. Vielen Dank. Ja, wisst ihr, das Verrückte ist, das machen wir nicht für uns, das machen wir für euch. Und ohne euch wäre das gar nicht passiert. Denn was wir an magischer Unterstützung, zum Beispiel aus der Elektroauto-Community bekommen haben, das ist schon nicht mehr in Worte zu fassen. Das Abklären von, können wir dort laden, haben die da Steckdosen oder nicht? Wir haben da so einen Slack von Clean Electric, das ist ein großer Podcast, ich würde sagen der größte Podcast für die Elektromobilität. Eine Frage reingeworfen, 20 Minuten später gab es eine Antwort. Es gab Enthusiasten, die dorthin gefahren sind. Die meisten sind Elektriker, die haben dann mal eben die Leistungsdaten geprüft, die haben vielleicht Dosen gesetzt. Es ist einfach irgendwie magischerweise passiert. Hallo, ihr könnt immer gerne zwischenfragen. Mein Name ist Malik, ihr hört es unschwer, ich bin Deutscher, ich arbeite noch an meinem Schweizerdeutsch. Vielen, vielen Dank, dass wir hier auch zu Gast sein dürfen. Ich bin immer wieder gerne in Schenes, das ist jetzt das zweite Mal. Wir kommen auch gerne wieder. Ich bin zuständig sozusagen als Pressekontakt für den Pressebereich, aber eben auch für den ganzen Social-Media-Bereich. Also wenn ihr was gesehen habt auf unserem Facebook oder Instagram, dann waren das Tobi für Facebook und meistens Instagram bei mir. Dementsprechend habe ich inzwischen auch eine ganze Menge über elektrisches Fliegen gelernt. Ich durfte mit Marco auch einmal in der Alpha vorher unterwegs sein. Ich würde mich als auch Teil des Clean Electric Podcast Teams unglaublich herzlich bedanken wollen für diese gesamte Community. Das sind natürlich sehr viel mehr Menschen, als heute hier sein dürfen oder können. Aber auch alle, die hier sind und manche haben mich schon angesprochen, wissen auch, was Clean Electric, was dieser Podcast bewegt hat. Es ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, mehr von dem ursprünglichen Team. Aber diese Community, wie Morell auch eben gesagt hat, hat eigentlich sehr viel mehr ermöglicht. Und da möchte ich mal exemplarisch Kerstin und Stefan nennen. Wir waren nämlich ein Bodenteam und Marco meinte dann irgendwann, ja, also das Flugzeug ist schneller als das Auto. Ihr werdet das nicht schaffen, immer mit dem Ladegerät da zu sein, wo das Flugzeug erst hinkommen möchte. Wir brauchen ein zweites Bodenteam. Minuten später hatte Kerstin mir eine Mail geschrieben, ja, wir machen das. Und vielleicht wollt ihr zwei, drei Worte selbst dazu sagen. Ja, wir kamen gerade aus dem Urlaub und hatten auf der Rückreise eben Clean Electric gehört und davon gehört und waren begeistert. Und dann saßen wir auf der Couch, als dieses Q&A kam und dachten, ja, das ist doch eine super Geschichte, machen wir gerne. Also wie schon gesagt, das Flugzeug wird jetzt ein bisschen missbraucht für diese Aktion, weil das Flugzeug ist ursprünglich konstruiert wirklich für Grundschulung am Flugplatz. Für Streckenflug ist die Elektrofliegerei leider noch nicht so weit, das kann aber sehr schnell gehen. Und wir wollen hier wirklich auch beweisen als erste Elektroflugschule, dass elektrisch fliegen lernen möglich ist. Und wir fliegen ja hier schon elektrisch seit November 18. Und haben schon nicht nur sehr gute Feedbacks erhalten, auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Leute sind begeistert, motiviert. Ich fliege schon sehr lange und ich habe das in der Fliegerei nie erlebt, diese Motivation und diese Begeisterung für eine neue Technologie, für dieses neue Flugzeug.
Und diese Zertifizierung von diesem Flugzeug, das ist nicht einfach eine Zertifizierung des Flugzeuges, es war die erste Zertifizierung eines Elektroflugzeuges. Genauso wie der Herr von der FOI gesagt hat, es gab keine Schublade, die man ziehen kann und so muss es sein. Es musste alles nochmal neu durchgedacht, durchgearbeitet werden, ein Riesenaufwand. Pipistrel hat da hervorragende Pionierarbeit geleistet, muss man wirklich unterstreichen, die sind extrem innovativ, haben an die Zukunft von Elektroflug geglaubt und wir dürfen jetzt dieses erste zertifizierte Flugzeug dann in unserer Flugschule wirklich einsetzen für die Grundschulung von Piloten. Es geht um die verschiedenen Weltrekorde, die wir versuchen einzureichen. Bedeutet, dass wir verschiedene Disziplinen sozusagen als Weltrekord einreichen können. Der wichtigste ist uns der mit der Effizienz, also Kilowattstunden über die 100 Kilometer im Schnitt. Und die anderen fallen sozusagen automatisch dabei ab. Wir werden in den anderen nicht sonderlich gut sein, denn wenn man zum Beispiel sehr energieeffizient fliegen möchte, dann fliegt man besser nicht sehr schnell, das kennt ihr vom Autofahren. Und wenn ich sehr hoch steigen möchte, dann ist das nicht sehr energieeffizient. Und wenn ich das auch noch sehr schnell hoch machen möchte, ist das besonders nicht energieeffizient. Also es wird ein leichtes sein für jemanden, diese Rekorde dann später zu brechen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Rekorde sind dafür da, gebrochen zu werden und wir stellen sie erstmal auf. Und es muss sich mal jemand finden, der den Aufwand betreibt, um das dann zu machen. Ist jeder herzlich eingeladen. Wie gesagt, das dient der Sache, das wieder in Schwung zu bringen. Ich bin großer Fan davon, wenn der Rekord schnell gebrochen wird. Der reine Energieeffizienzrekord, der wird ein bisschen länger Bestand haben, weil das Flugzeug für seine Bauart und für seine Konstruktion einfach extrem effizient ist. Und wir werden das in den Vordergrund stellen. Wo wir Gewicht sparen, um das mit der Batterie, also das Batteriegewicht auszugleichen. Die Firma Pipistrel, die kommt ursprünglich aus dem Ultraleichtbereich. Das heißt, der Leichtbau ist bei dieser Firma Programm. Und das Flugzeug ist mit modernsten Materialien wie Kohle und Kevlar gebaut, einfach per se extrem leicht. Rekuperation, ja, das ist spannend. Ja, also Rekuperation ist bei diesem Flugzeug eingebaut. Die ganze Technologie ist da, die kommt ja quasi wie bei einem Elektroauto for free. Die Zulassungsbehörde lässt aber die Rekuperation im Moment nicht zu. Das heißt, das Flugzeug ist vorbereitet, es ist auch geplant, es wird auch kommen, dass wir rekuperieren können, weil wir brauchen das, um die Anflüge zu korrigieren, wenn wir zu schnell oder zu hoch sind. Da eignet sich Rekuperation hervorragend. Es ist im Moment vorgesehen, integriert, aber wir dürfen es nicht brauchen. Also die Frage war, ob in der Zukunft Solarzellen auf das Flugzeug kommen. Da fällt einem als Schweizer natürlich insbesondere das Solar Impulse Projekt ein. Irgendwie, was waren das, 72 Meter Spannweite und hunderte Millionen Projekt extra Flugzeug für dieses Experiment gebaut. Kann man über Solarzellen so viel Energie generieren, dass man den Tag und die Nacht damit durchfliegen kann? Das Projekt hat eigentlich gezeigt, dass es ja möglich ist, unter dem gewaltigen Aufwand, den man treibt, aber nicht im, ich sage jetzt mal Tagesgeschäft, im Serienprodukt sein wird. Die Fläche, die eine Flugzeugtragfläche zur Verfügung stellt, ist nicht groß genug mit der heutigen Solarzelleneffizienz, dass man da sinnvolle Energiemengen rausnehmen kann. Für den Trade-off des Gewichts, der statischen Komplexität, der Stromkomplexität. Ich meine, jetzt bei solchen Wetterbedingungen, und das war auch ein Problem bei der Solar Impulse, viel Wasser auf Solarzellen oder dann in dem Stromsystem ist schwierig. Lange Kabel mit großen Spannweiten sind schwierig. Also Solarzellen für Flugzeuge sind unter dem experimentellen oder sagen wir dem, was ist möglich in technischer Gegebenheit, Gedanken sehr spannend, aber für den Tagesgebrauch auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht wirklich sinnvoll. Die Frage ist, ab wann kann man die gesamte Schulung elektrisch machen? Er lächelt. Wir können derzeit circa die halbe Ausbildung elektrisch betreiben. Die andere Hälfte wird auf einem normalen Verbrennungsflugzeug stattfinden. Es macht im Moment auch absolut Sinn, weil die meisten Flieger, die ein Pilot später fliegt, haben noch Verbrennungsmotoren. Wir denken, dass mit dem so 2025 hoffen wir, dass die Feststoffzelle auch im Flugzeug kommt. Und das würde heißen, dreifache Reichweite, dreifache Zeit und dann könnten wir die ganze Ausbildung abdecken. Genau, die Frage ist, maximales Startgewicht ist vergleichbar mit Verbrennern, maximales Landegewicht. Normalerweise verlieren ja Flugzeuge über ihre Betriebszeit
dann Gewicht in Form von Treibstoff, den sie verbrennen. In diesem Fall ist es genau gleich und es ist auch kein Problem, weil das Fahrwerk darauf ausgelegt ist. Das ist eigentlich nur ein Thema aus der Verkehrsfliegerei, wo die Flugzeuge halt im Grunde fliegende Sprittanks sind und die Fahrwerke für diese enormen Tonnagen nur im Start, also wo dann weniger Impulsenergie sozusagen auf die Fahrwerke lastet, geeignet sind. Und bevor die dann zum Beispiel vollgetankt, also wenn sie wirklich vollgetankt über den Teich fliegen wollten und sie müssen nochmal umdrehen, müssen sie Fuel dumpen, Fuel ablassen, Treibstoff ablassen. Und das würden die Fahrwerke sozusagen dann nicht aushalten, vollgetankt auch wieder zu landen. In unseren kleinen Flugzeugen ist das eine andere Auslegung. Da können wir problemlos mit dem gleichen Gewicht starten und landen. Vielen, vielen Dank für die Fragen. Das ist viel spannender als Dinge, die wir vorbereiten. Wir haben noch ein kleines Routenfilmchen gemacht, um euch zu zeigen, wo es lang geht. Also in dem Fall, dass das Wetter dann mal super wird. Wir starten hier etwas südöstlich von Zürich in Schenes, wo ihr gerade seid, was mich sehr freut. Fliegen dann Richtung Nordwesten, Richtung Bierfeld. Das ist dann etwa so Stunde, 40 Minuten, Stunde dort aufladen, dann weiterfahren nach Donaueschingen. Das ist dann schon auf der deutschen Seite. Da hätten wir das Zollthema schon hinter uns gebracht. La ist nochmal so ein Zwischenhalt, den wir eingebaut haben, um ziemlich sicher dann den Schwarzwaldentgang zu fliegen. Karlsruhe, Baden-Baden ist ein großer Verkehrsflugplatz bis nach Bad Dürkheim. Das wäre dann die erste Etappe. Ihr seht dort rechts das kleine Bettensymbol. Da hätten wir heute Nacht eigentlich schlafen wollen, soweit der Plan. Das werden wir verschieben. Dann geht es weiter nach Mainz-Finthen. Wir haben mindestens zwei, von denen ich weiß, aus der Region. Da kommen wir euch besuchen. Und dann geht es weiter nach Siegerland, also östlich schon von Köln-Düsseldorf die Höhe. In Siegerland hätten wir auch noch ein paar schöne Geschichten mit Air-to-Air-Videos gehabt. Wir wären dort von dem Aero-Kurier empfangen in der Luft worden, um dort Luft-zu-Luft-Aufnahmen zu machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das verschieben. Nächste Station Meschede-Schüren, dann weiter nach Münster-Telgte, heißt das, glaube ich, habe ich gelernt. Und dort hätten wir auch wieder übernachtet, sind mit einem großen Hallo von den Elektromobilitätsclubs dort empfangen worden, wären wir, vielleicht können wir das verschieben, und hätten da eine schöne Party gefeiert. Müssen wir auch verschieben. Diepholz dann weiter und dann Richtung, da wird es schon sehr flaches Land, Niedersachsen, Westerstede, Felde. Dann sind wir schon westlich von Hamburg sozusagen und das letzte Leck dann Richtung Norderney zu Tobis Bierbrauerei. Das wäre der Plan. Dort bleiben wir dann ein paar Tage, trinken ein bisschen Bier, feiern ein bisschen. Und was in so einem Projekt gerne mal vergessen wird, dann geht es auch wieder zurück. Genau, zum Thema Route wollte ich noch einen Satz sagen. Die Frage kommt sehr häufig, vor allem von den Zuhausegebliebenen sozusagen. Wir haben auf der Webseite, auf unserer elektro-weltrekordflug.eu-Seite, gibt es eine Unterseite Route. Und dort haben wir ein Tracking eingebaut, das nennt sich Glimpse, da gibt es so eine App für, oder man geht einfach auf die Webseite und sieht so eine Karte, und in dem Moment, wo wir dann mal starten können, sieht man, wo sind die Bodencrew-Fahrzeuge, die beiden, und wo ist der Flieger. Zusätzlich haben wir sogar noch einen auch dort eingebetteten Twitch-Stream, dem kann man folgen, wer Twitch kennt und so, kann auch einfach uns folgen, Elektro-Weltrekordflug. Das heißt, wir haben es so aufgestellt, dass in dem Moment, wo es losgeht, man sowohl auf der Karte in Echtzeit nachverfolgen kann, wo wir sind, da ist ja Flarm wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für die Flieger, aber eben auch sehen kann, was die beiden Piloten aus dem Flugzeug raussehen. Wir versuchen das alles technisch soweit an den Start zu bringen, und das bedeutet eben auch für die Menschen, die sich jetzt fragen, ja okay, ich wollte morgen nach Donaueschingen, wann kommen die jetzt? Unsere Referenz ist die Webseite. Also bitte, ich bitte alle darum, wir werden dieses Video ja hier auch veröffentlichen, checkt die Webseite, alles was wir an neuen Infos haben, werden wir dort immer reinkippen. Für heute würde ich sagen, kann man es ausschließen, so schwer mir das fällt, das so klar zu sagen, aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Pilotenschule ist auch immer eine Lebensschule. Man muss mit Dingen einfach umgehen lernen, die man nicht ändern kann. Man muss dann mit der Situation agieren, handeln können. Marco schaut schon, du hörst das gerne von Flugschülern, oder? Das einfach zu akzeptieren, was ist, und aus der Situation das Beste zu machen. Also heute werden wir uns einfach mit euch viel mehr Zeit nehmen können, was auch schön ist. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal gemeinsam noch, nachdem ich das Mikrofon aus der Hand gelegt habe, in die Halle. Dann gehen wir einmal um den Flieger rum und danach gehen wir ins Warme, ins Restaurant. Designwerk hat übrigens auch noch einen Stand da, und wer noch Teil von diesem coolen Projekt sein möchte in Form von einem T-Shirt, kann das gerne noch kaufen. Ich glaube, Stefan ist Master of T-Shirts. Aufkleber für eure Autos, für die Laptops oder was auch immer.
verschenken wir gerne, damit ihr Teil sein könnt und diese Mission transportieren könnt. Vielen, vielen Dank, seid ihr gekommen. Ich würde fast sagen, 90 Leute so vorhin geschätzt. Ich sage nochmal herzlichen Dank, legt das Mikrofon jetzt endlich weg, ab in die Halle.